Welch Glück, der Regen ist vorbei, Aprilwetter und das im Mai. Das Auto ist so voll mit Dreck, das wasch ich mal, dann ist er weg. Doch vorher seh ich aufgetischt, die Post noch völlig durchgemischt. Die Rechnungen zieh ich mal raus, den Rest, den werf ich aus dem Haus. Die Werbung steck ich in den Müll, doch eh ich mehr den Eimer füll, bemerk ich, der ist ziemlich voll, weshalb ich den wohl leeren soll. So habe ich immer was zu tun und keine Zeit, mich auszuruhen. Und plötzlich weiß ich nicht mehr, was hab ich gemacht, was grad getan, geholt, gesucht oder gebracht. Welch Glück, denn am Container steht der Briefkasten. Und wenn man geht, um dort Papiermüll abzulegen, kann man sich doch auch gleich bewegen und Rechnungen per Post bezahlen. Bereitet das auch manchmal Qualen, ich will die Überweisung schreiben, wo all die Formulare bleiben. Ich brauch neue, will sie holen auf meinen weichen Hausschuhsohlen. Geh ins Büro, seh auf dem Tisch die Cola-Dose nicht mehr frisch. So hab ich immer was zu tun und keine Zeit, mich auszuruhen. Doch dann weiß ich nicht mehr, wo war ich gerade dran? War ich gerade fertig oder fing ich gerade was an? Die Dose warm, das kann man fühlen, da muss man sie vielleicht nur kühlen, damit der Rest auch wieder schmeckt. Schnell wird die Dose eingesteckt, sie soll zunächst im Kühlschrank bleiben. Die Überweisung wollte ich schreiben, doch seh ich, wie die Blumen hängen und mich zum Wasser holen drängen. Auf der Kommode bleibt die Dose und plötzlich seh ich da ganz lose die Lesebrille, die versteckt, die so gesuchte jetzt entdeckt. So hab ich immer was zu tun und keine Zeit, mich auszuruhen. Auf einmal steh ich da und rauf mir die Frisur. Was wollte ich machen, weiß nicht mehr, was war es nur. Die Brille ins Büro gleich tragen, um mich nicht länger blind zu plagen. Doch erst will ich die Blumen gießen, damit wir länger Duft genießen. Drum bleibt die Brille, wo sie lag, weil ich die Kanne in die Küche trag. Lass sie randvoll mit Wasser laufen, genug die Blumen neu zu taufen. Da auf dem Küchentisch vor mir, die Fernsehfernbedienung, wieso hier? Dass die nicht fehlt am Abend spät, soll sie ins Wohnzimmer nah ans Gerät. So habe ich immer was zu tun und keine Zeit, mich auszuruhen. Und dann fällt mir auf einmal auf, dass ich nicht weiß, was habe ich gerade gemacht, wieso lauf ich im Kreis? Die zum Blumengießen, bis sie nass genug sind, nehme ich die Fernbedienung mit, dass ich sie find, trag die Kanne und mach ne Riesenpfütze, beschimpf mich, bin doch zu nichts nütze, leg die Fernbedienung wieder auf den Küchentisch, weil ich erstmal das Wasser vom Boden wisch, bring den Lappen aus und häng ihn dann in den Keller. Geht alles schnell, manchmal noch schneller. Geh wieder rauf, einer muss es ja machen. Ich sag euch, das ist gar nicht zum Lachen. Geh an die Haustür, was ich da wollte, weiß nicht auch nicht, was ich nun sollte. So habe ich immer was zu tun und keine Zeit, mich auszuruhen. Bin ziemlich fertig, fühl mich völlig ausgelaugt. Merk, dass nicht jeder wohl für jede Arbeit taugt. Am Abend lieg ich müde auf dem Rücken und spür, der Tag, der wollt nicht glücken. Auto verdreckt, Rechnung unbeglichen, aus der Cola noch immer die Kälte entwichen. Blumen verdurstet, der Müll steht noch da, das Überweisungsheft nicht da, wo es war. Die Fernbedienung nicht mehr zu finden, ohne Lesebrille bin ich wie die Blinden. Der Autoschlüssel, wo war der noch gleich? Ich hab das Gefühl, meine Birne ist weich. So steck ich tief im Hamsterrad drin, klar, dass ich fix und fertig bin. Denn ich habe immer was zu tun und keine Zeit, mich auszuruhen. Schlepp mich am Abend dann ins Bett mit letzter Kraft und muss mir eingestehen, hab wieder nix geschafft.